Guck mal, das arme Schwein. Wir nehmen auf keinen Fall Anhalt damit. Dieser Kerl ist sehr wahrscheinlich ein Serienkiller. Und ich will nicht zu spät zu Mams Hochzeit kommen. Hey, Leute. Wir haben hier einen ziemlichen Schisser. Deswegen die komische Frage. Sind Sie ein Serienkiller? Nein, ich bin kein Serienkiller. Sie haben das Wort Serien sehr stark betont. Und Sie sagen immer noch nicht, ich verspreche Ihnen, ich bin kein Killer. Wir nehmen Sie mit. Aber die sind doch nicht zu fest, oder? Kann sie fast killen, kann sie nicht killen. Ich hätte euch das vermutlich schon längst sagen sollen. Ich habe mir all die Geschichten über euren Vater ausgedacht. Okay, was? Dass er an Darmkrebs gestorben ist. Ich weiß nicht genau, wer euer Vater war. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, sein Andenken zu wahren. Das bedeutet, ich starre beruflich in Arschlöcher, weil irgendein fiktiver Mann Darmkrebs hatte. Kannst du nicht umsatteln auf plastische Chirurgie oder irgendwas mit weniger Hintern? Er muss irgendwo sein. Ich werde Dad finden. Legen wir los. Mom, hatte mal was mit Terry Bradshaw? Erinnern Sie sich an eine Frau namens Helen Baxter? Das nenne ich meine Bombe aus der Vergangenheit. Sie hatte den knackigsten Arsch, den ihr euch vorstellen könnt. Und Wahnsinnsglocken. Pah! Die Dinger haben uns fast den Super Bowl gekostet. Wer ist Roland Hunt? Ihr seid die Kinder von Lenny Baxter? Und was wollt ihr hier? Wir denken, wir sind ihre Söhne. Sie sind unser Dad. Auf keinen Fall sind diese Vollidioten meine Kinder. Die sehen aus wie zwei Arschgeigen. Er ist ein Choleriker. Ganz genau wie du. Zusammengefasst ein grauenvoller Tag. Stopp! Was war das? Ah, ich schätze ein Mensch. Und dennoch ein umwerfender Tag. Are you ready for me? Warum hört ihr nicht mit diesem Unsinn auf? Wow! Wer euer Vater ist und wer nicht, ist doch völlig unwichtig. Wir wären beinahe draufgegangen. Das war eines der besten Abenteuer in unserem Leben. Was nicht? Stopp! Hey Leute, meine schwarzen Spinnensinne klingeln gerade. Das ist kein Anzug. Das da ist ein Zug! Klingelt bei dem Namen Helen Baxter was bei dir? Und ob da was bei mir klingelt? Oh, Rod. Diese Frau war der reinste Schwanzflüsterer. Wieso kommt ihr jetzt gerade auf Helen Baxter? Sie ist unsere Mom. Wir haben nur gekuschelt. Are you ready?